So, moin Leute, ich bin's wieder. Also, heute muss ich mal von der Hand filmen, weil es geht nämlich um das, was ist, wo die Kamera normalerweise drauf ist, und zwar Stativ. Also, und zwar hatte ich hier ein Modell von Rollei. Das ist eigentlich ganz okay gewesen. Nur, erstmal ist es sau leicht und die Kamera, die ist ein bisschen schwerer und ist fast immer umgefallen. Und das zweite Problem, was eigentlich das Hauptproblem war, warum ich ein neues kleines Stativ geholt habe, ist, weil dieses Gewinde ist aus Kunststoff hier. Und ich habe echt Schiss, dass irgendwann, wenn ich ein Foto unten reindrehe, abbricht. Weil wenn man ganz genau hinguckt, dann sieht man schon, wie das schon abgenutzt ist. Aber nochmal, ich versuche mal hinzuzoomen. Dann sieht man wirklich schon, wie es abgenutzt ist. Ein bisschen. Also oben, seht ihr es? Und ja, da habe ich halt eben, dass es immer abbricht. Und ja, das ist der Hauptgrund. Und jetzt habe ich mir ein, ja, es war nur 10 €, also nicht teuer, aber immerhin deutlich schwerer. Genau, von Hammer. Also Mini-Stativ. Also wie gesagt, ist deutlich schwerer. Hat ein Metallgewinde, was natürlich auch viel besser ist für die Kamera selber. Reicht nicht so schnell ab. Oder leider nicht so schnell aus. Hat jetzt so einen Kugel, den kann man umdrehen. Kann man sogar, was hier auch gut ist, fest drehen, dass es nicht mehr rumlummelt. Ja, von der Höhe her ist es eigentlich ziemlich ähnlich. Auf jeden Fall sieht es deutlich stabiler aus wie das Teil hier. Ja, ich will das Ding eigentlich, das Schwarze eigentlich nicht schlecht reden. Das ist ja generell auch cool. Aber es ist einfach zu leicht und das Gewinde macht mir halt Sorgen. So. Ja, also ein bisschen höher gewesen. Aber ja, die paar Millimeter da. Mir ist wichtiger, dass es nicht zu hoch ist, sondern eher stabil ist und dass das Gewinde auch nicht kaputt geht oder so. Außerdem, was hier noch ganz toll ist, das sehe ich jetzt erst. Stimmt für Dreck. Das Ding hier ist Gummi. Kondom, nein. Und das ist Kunststoff. Aber wenn man ganz einen Anschlag an die Kamera reindreht, da ist es nicht so toll, glaube ich, wenn das an die Kamera so hindert, da sehr plastisch gedünnt ist. Und das ist halt wirklich Gummi, das ist auch schonender für die Kamera dann. Alles deutlich besser, ne? Stabiler, besseres Gewinde, Kugelgelenk kann man hier schräg machen, mache ich wahrscheinlich nicht, aber könnte man festdrehen, festdrehen. Ja, fest. Oh Gott, festdrehen. Da bin ich bekloppt. Festdrehen kann man so, oh je. Und ja, auch komisches Ding. Geht zwar nicht mehr so leicht im Drehen wie das alte. Da kommen wir nämlich so damals so zack, zack und dann hat sich gedreht. Aber ja, gut. Man braucht es eigentlich meistens auch nicht ganz runter drehen. So ein bisschen reicht ja. Ja, genau. Und dann will ich einfach mal testen, wie es so ist. Ich habe noch nicht getestet. Ich hoffe, das Gewinde passt. Aber ich denke mal, das dürfte genormt sein von der Kamera her. Ich habe nicht, dass jede Kamera ein anderes Gewinde hat. Ja. Muss mal testen, aber ich nehme mal an, dass es kein Problem ist. Gut, dann war es das eigentlich auch schon wieder. Ich wollte einmal nur vorstellen, dass ein neues Mini-Stativ. Ein Groß-Stativ habe ich ja. Ich brauche ich nicht mehr holen, aber ein Mini-Ding. Ein gescheites, relativ gescheites, sage ich mal. Wollte ich jetzt schon mal holen. Und bevor das Ding wirklich mal abbricht, guck mal. Das ist einfach. Ja. Da sieht man wirklich schon, wie es da langsam mal da oben outleiert. Ihr könnt schon irgendwann. Ist so outgeleiert, dass ich es noch reindrehen kann, aber nicht mehr raus, weil es einfach kein Gewinde mehr hatte. Oder. Ja, gut, wenn es dumm läuft, dann kann ich gar nicht mehr reindrehen. Und nur noch reinschieben. Aber trotzdem, also mir zurück kann, dass es wirklich mal abbrechen sollte. Von daher habe ich mir, wie gesagt, ein Metall geholt, was schon besser ist. Bewertungen sind auch alle toll. Habe ich mir davor natürlich auch durchlesen. Ist auch richtig schwer, ne? Das ist echt Metall. Also ist nicht irgendwie
Also die Füße sind aus Kunst, aus Alu, natürlich leicht. Aber das letzte Ding, das ist auch wirklich aus Metall, das hier. Also das finde ich toll, das ist auch wirklich ein Gewicht. Nicht so wie das da, wo, weiß nicht, 2 Gramm wiegt oder so. Ja gut, das war es eigentlich auch schon wieder. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.